ganz gerne etwas erzählen über den Paragraphen 32a Einkommensteuergesetz und über die Berechnung der Einkommensteuer an sich. So, und zwar der tariflichen Einkommensteuer. Es ist ja so, die Einkommensteuer, die also eine natürliche Person schuldet, ist zunächst einmal vom zu versteuernden Einkommen zu berechnen als tarifliche Einkommensteuer. Und dann gibt es einige Verfahren, einige Möglichkeiten, um zum Beispiel Gewerbetreibende davor zu schützen, dass sie mit ein und denselben Einkünften, nämlich aus Gewerbebetrieb, doppelt belastet werden. Zum einen mit Gewerbesteuer und zum anderen mit Einkommensteuer. Und dafür gibt es dann bezüglich des Übergangs von der tariflichen Einkommensteuer zur festzusetzenden Einkommensteuer, § 35 EStG, dann noch weitere Dinge, die es zu beachten gilt, aber wir reden hier über die tarifliche Einkommensteuer, § 32a. Also, bitte mal aufschlagen, § 32a Einkommensteuergesetz. So, und zwar ist es dort so, dass wir hier, angenommen, wir haben das zu versteuernde Einkommen berechnet, die Einkünfte, die Summe der Einkünfte, ja, das Einkommen, den Gesamtbetrag der Einkünfte vorher und das Einkommen und dann das zu versteuernde Einkommen, will sagen, diese vier Positionen muss man zunächst einmal durchgehen. Wenn man dann das zu versteuernde Einkommen hat, geht man schlussendlich in den Paragraphen 32a EStG rein und sieht, um Gottes Willen, erstens hat er sich über die letzten Jahre andauernd geändert, dieser Paragraph 32a. Ich benutze also hier den Veranlagungszeitraum 2015, ja, nur damit das hier von der Systematik her klar wird. Und naja, je nachdem, wo das zu versteuernde Einkommen liegt, ob nämlich kleiner gleich 8.354 Euro, dann wäre die Einkommensteuer 0, oder § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, ob es zwischen 8.355 und 13.469 Euro liegt, dann wäre es nämlich komplizierter. Wir müssten also, je nachdem, wo es liegt, ein klein x, ein klein y oder ein klein z berechnen. Das klein y, womit wir anfangen in der Nummer 2, also in der ersten oder in der zweiten Zone. Ne? Die erste Zone ist also, wo wir eine Einkommensteuer von 0 schulden, eine tarifliche Einkommensteuer. In der zweiten Zone ist das y zunächst zu berechnen. Und das steht dann in § 32a Absatz 1 Satz 3 drin, dass y hier ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils ist. Wenn man eine mathematische Formel mit Worten ausdrückt, das ist eine Katastrophe. Ja, das ist, huiuiui, da geht es aber wirklich zur Sache, wenn man das hier mit Worten ausdrücken möchte. Und also rechnen wir einfach 1 durch 10.000 mal, Klammer auf, ZVE, zu versteuerndes Einkommen, minus 8.354, Klammer zu, gleich. Ne? Das ist also hier das Y, was hier mit § 32a Absatz 1 Satz 3 EStG gemeint wurde. Und das setzt man dann schön in diese Formel da ein. Ne? Man macht auch hier Punkt vor Strich und Klammer und so weiter und so weiter. Und wenn man das dann hat, wenn man dann die Einkommensteuer ausgerechnet hat, dann kann man nochmal looky looky machen, dann kann man nochmal hier hinten schauen in der schönen Tabelle und sieht dann eben, ob man ungefähr richtig gerechnet hat. Wenn man sich grob vertan haben sollte, oder wenn man sich vertan haben sollte, vertut man sich meistens grob, so grob, dass man dann sieht, aha, das passt ja gar nicht. Ja, will sagen, wir vergleichen es dann am Ende mit der Einkommensteuergrundtabelle 2014-2015 hier, die nicht so genau ist wie das eigentliche Ausrechnen. Also das Zu-Fuß-Ausrechnen ist stets genauer als das Nachschlagen in dieser Tabelle. Ne, aber man sieht durch Nachschlagen in der Tabelle schon mal ungefähr, ob man überhaupt hier eine Chance hat, richtig gerechnet zu haben. Das wäre also Nummer 2. Nummer 3 analog, da ist ein Z auszurechnen. Z ist ein Zehntausendstel, also Z gleich 1 durch 10.000 mal, Klammer auf, abgerundetes ZVE, abgerundetes zu versteuerndes Einkommen, minus 13.469. Ne? Und so immer auch das abgerundete zu versteuernde Einkommen nehmen, nicht lediglich das nicht abgerundete ZVE. Das wäre also hier das Z und dann das X ist relativ easy, nämlich das abgerundete ZVE. Ne? Und so weiter und so weiter. Das war mir wichtig, das wollte ich hier erzählen zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer. Viel Spaß beim Lernen.